Herzlich willkommen zur heutigen Folge der Karte auf diesem Markt. Ich muss den Bruder nochmal neu starten. Also, da war der Bruder aus. Ja, warum weiß ich jetzt auch nicht. Ob wegen Erwartung oder so. Traktor kaputt, 15%. Jedenfalls, er stand und nichts ging. Das geht natürlich gar nicht. Hier wird gearbeitet. So, ja, wir pressen aktuell noch und wie wir mal schauen, ob noch alles rund läuft. Dass sich keiner von den anderen jetzt wieder auf den Ballen aufsetzt. Hier werden wir gleich unseren LKW holen mit den Ladewagen. Mal schauen, wo ich den LKW jetzt habe. Einer war in der Garage. Das Gewicht. Also, einer randaliert hier gerade. Bei den Kühen suchen gehen. Den LKW suchen. Ups. Und gleich den Strohballen, also die Silageballen bzw. Grasballen schnell. Von der Wiese runterkriegen. Irgendwas da, wo es stört, ne? Jetzt haben wir eigentlich unser Ladewagen hier vor dem Hof normalerweise. Und wehe nicht. Oder der ist. Ah! Sim. Der ist beim Sägewerk. Da ist ein LKW dran, dann nehmen wir den. So, warum nicht leer? Leer. Weil hier war plötzlich die Ernte reif. Hier aktivieren wir jetzt auch nichts. Weil da haben wir jetzt auch aktuell überhaupt keine Zeit für. Das heißt, jetzt fahren wir schnell zur Wiese und dann. Wir haben natürlich keine Zeit für irgendwelche anderen Sperenzien für Produktion oder so. Jetzt muss man die Ballen von der Wiese, damit wir nachher gleich dann düngen können. Ne? Oh, der Kalkschall ist auch fertig. Ja, das haben wir mit dem Stress. Das ist Folge Nummer 4 für den Dienstag. Da kommen wir jetzt nicht rum. Ohne uns festfahren. Schlecht. So. Ist so, die ganzen Ballen sind fast weg. Ist auch ein. Oh, der erste ist fertig. Das ist praktisch, da kann man rauffahren. Naja, fast perfekt rauffahren, ne? Also hier gab es eben Probleme. Ich weiß nicht genau was welche, aber Probleme gab es. So, wir haben Rundballen, das heißt perfekt, wir können gleich aufladen. Zwar die Ränder, die jetzt hier am Rand stören. Ja, wegschubsen geht natürlich auch. Ja, dass ich irgendwo gebissen, sag mal so, hier gab es irgendwo einen Fehler im System. Sei mal ganz vorsichtig. Eine Bahn wird nicht gemäht. Gut, die ersten Malen sind gut, da stört keiner. Dann muss ich den zweiten nochmal losschicken. Die Bahn muss noch gemacht werden. So. Dann die erste Bahn. Passt mir jetzt so gar nicht. Wahrscheinlich werden wir hier noch was machen müssen. Das wird der jetzt sein mit rechts. Und
hätte eigentlich noch mal arbeiten müssen hier. So, mal gucken hier. Ich vermute mal ganz stark, dass ich den verkehrten Kurs geschickt habe. Ja, habe ich auch. Nun ist es ja egal. Der macht jetzt den Kurs fertig. In den Trage. Für den Ballenpress ist es völlig egal, ob der linke oder rechte gearbeitet hat. Aber wenn das eine ganze Bahn liegen bleibt, ist nicht so gut. Das soll ja in einem BGH ein bisschen Geld bringen, ne? Also damit wir unsere Kosten hier decken können. Oder bauen wir gerade so? War das nicht hier was? Ne, da hinten, das waren die anderen Bäume. Wir müssen dann zur Not unsere Fräse ansetzen, wenn die bei mir stören sollten. Da liegt immer noch ein Rest Heu. Aber das macht, glaube ich, nichts. Wenn mal ein Ballen bei sein sollte, dass der Heu sein sollte, ja gut. Kann passieren. Aber das verstehe ich nicht. Da muss irgendwas gewesen sein. Deswegen. Ja. Hat er Gras gesammelt. So, der andere macht dann eine Bahn nach. Und dann gehen wir hier gleich nochmal auf die mittlere innere Bahn. Und machen die Bahn noch nach. Also die ist ja gemacht worden. Und jetzt müssen wir noch Zeug fahren und dann die den Rest, der da rumliegt, noch mitmachen. Was hier noch nicht gemäht wurde. Sondern der Fetz, was hier noch rumliegt. Hier wurde es gemäht. Aber hier nicht. Links, du musst rechts jetzt fahren. Ja, das mit Lumpensteg auch nicht. So. Es war nicht groß und viel, aber Alzerballen dann sicherlich zusammenkommen, ne? Das wäre ja ärgerlich, wenn wir das liegen lassen würden. Alles sammeln die sowieso nicht auf beim Ballenpressen, aber den einen in der Presse sehe ich nicht. Was nicht gut ist, halt nichts Gutes, halt Stress. Gut, fertig. Wunder von der Wiese. Die müssen jetzt echt gewartet werden und getankt werden, muss ich auch. So, um den anderen.
sehe ich nicht. Nicht so hoch. Na, halt keine Lust mehr hier. Das gibt's doch gar nicht. Musst du den Traktor aus- und anmachen und wieder starten. Das gibt's doch gar nicht. Könnt aber mit den anderen Mods zusammenhängen, also mit den. Dass er durcheinander kommt. Das gibt's doch gar nicht. Bleibt da einfach stehen und mach nicht weiter. Aber wie gesagt, das könnte sein mit den 8000, dass da entsprechend ein Problemchen gibt. Normalerweise müsste ich jetzt fahren, also ist ja jetzt hat da ordentlich Leistung drin, statt die 8000. Ja, ich muss die ja alle reparieren und voll tanken. Mal gewaschen werden, dann okay. Wollte man nebenbei die Schweine umstallen, aber das, das muss man ja prinzipiell aufpassen mit dem Schießhund hier. So, die 23 könnten noch gemacht werden und die, naja, müssen wir mal schauen, ob das entsprechend reif ist. Gas. Das sollte mindestens Stufe 2 sein oder 3. Ja, es ist gelb erst. Bei gelb werden wir noch nichts tun. Den Kurs immer speichern, ne? Sonst wird mir so. Aber der zurückfahren, ne? Muss auch repariert werden. Aber was zu tun hier. So, dann nächstes auch fertig. Zwar hier. Nur einige Fahrzeuge zurückholen hier. Ah. Dann machen wir dann gleich Feld 2. Stress. Stress auf der Arbeit, das ist nicht gut. Was tun wir uns hier jetzt an, ne? So, heißt das nun mal ein Überführungskurs einfahren für Feld 2. Und zwar beginnen wir hier. Fahren wir hier los und fahren da oben wieder raus und dann fahren wir zurück zum Hof übers Lager und dann geht das entsprechend ja, weiter.
Dann können wir hier nach und nach sehen, dass wir die Felder vorbereiten zur Bestellung. Und dann entscheiden wir auch, was reinkommt. Also eigentlich steht fest, da wo jetzt Getreide ist, geht kein Getreide. Wir werden das teilweise Raps machen. Teilweise werden wir auch Gras machen. Also die beiden Sorten können wir jetzt im Herbst einsehen. Aber was genau und wie, das sehen wir dann los. Das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Wir haben aktuell noch Zeit. Wir haben ja erst noch Sommer. Also im Sommer sehen wir nicht aus. Auch den morgigen Tag nicht. Das sagt meine Zeitgeber, dass ich jetzt mir die Folge überziehe. Macht aber nichts. Wir fahren den Kurs noch zu Ende. Wir machen nochmal leer. Hauptsache kommt die Meldung, das Ding ist voll. Dann haben wir das. Ja, müssen wir umfahren in unser ja, Mischfutterfabrik. Da muss ich mal sehen, Feld 12 wollte ich ja eigentlich komplett reinfahren in die Pelletsfabrik. Direkt. Dann kann der produzieren und produzieren und dann haben wir den Stroh gleich weg. So, normalerweise fahre ich nicht einen Kurs, also der so geschneiden tut, aber hier in dem Falle ist das egal. Ende. Speichern. Über Führung. Punkt. Feld 2. Stroh. Speichern. Jetzt können wir den hier löschen. Jetzt laden wir den Kurs von Drescher. Erntefeld 2. Erntefeld 2. Ersten Wegpunkt. Und Feldmodus. Jetzt ergänzen wir den Punkt. Überführung. Einstellen. Sollte eigentlich so ein Punkt 1 beginnen. Okay, wurde erstmal noch nicht gemacht, also nicht tragisch. Ich denke mal, Stroh haben wir genug. Unser Kalkstreuer gleich arbeiten dran hier. Entlassen. Hat er gut gemacht. Ja, alles schön weiß. Hat auch im Grunde gerade so gereicht, aber das passt. So muss es sein. Jetzt machen wir gleich wieder voll für Feld Nummer 14. Das kann man ja mal nebenbei machen, da muss man ja nicht warten, bis der Herbst kommt. Aber kalken kann man auch im Grunde, bevor man die Aussaat beginnt, das geht auch. Für ein Feld ist wichtig, dass Kalk drin ist. So. Das macht er nebenbei. Frei läuft auch. Wir werden mal unsere Problemballen entfernen. Das sind die am Rand. Und wenn die alle weg sind und die Problemballen weg sind, dann können wir die auch die anderen wegräumen. Muss ja so gemacht werden. Der hat Vorsprung. Achso, das hier Kalk. Das funktioniert, aber andere funktioniert nicht, keine Ahnung. Will ich gar nicht wissen, warum man nicht funktioniert.
Das kriegst du so nicht raus. Entweder habe ich es beim ersten Mal nicht aktiviert. Oder beißt hier bei einem anderen Mod. Ich weiß es nicht. Wird schon irgendwo einen Grund haben. Naja gut, Traktorenfahrer sind ja alles Praktikanten, die kriegen kein Geld, ne? Die dürfen mal ein bisschen reinschnuppern. Ein Traktorfahrer machen doch gerne. Oh, der Bruder steht schon wieder. Du, hier wird gearbeitet, Junge. Das gibt's gar nicht. Das hat schon mal gehabt, das war auch ein Traktor, der nicht wollte. Hier musst du wieder starten. Und wieder einsteigen. Das gibt's nicht. Ach, Motto, ich will bin schlafen. Ich hab einen Sekundenschlaf gehabt. Also, das gibt's nicht. Stell mal die Arbeit so ein, ne? Ich denk, einer ist immer dabei, der nicht will. Ich weiß auch nicht warum. Oder ob hier, ich weiß nicht, ob das. Ich blick daher auch nicht ganz durch hier mit diesen Log-Dateien hier, was da angezeigt wird. Und was da für Fehler kommen und so. Das ist ja nicht ganz so einfach für mich, aber verstehen tue ich es nicht. Oh, das Farmsilo ist voll, das heißt für mich, wir müssen umfahren. Hof. Das heißt, wir haben die ersten 800.000. Oh, jetzt haben wir keinen Dolly da. Traktor für den Dolly abhängen. Beziehungsweise den gleichen. Ah, kein Geld mehr. Na ja, gut. Ich habe ja kein Kalb mehr kaufen. Ah, nee. Dann könnte man ja sagen, okay, wir kaufen uns eine Erweiterung für ein Silo. Ja, aber ohne Moos nicht los, ne? Und heute Nacht gibt es Geld. Ich glaube, Kreditrahmen ist eh erreicht. Die müssen wir auch einsammeln, das ist Dünger. Wenn man leichter den Stroh umlagert in Richtung Mischfutterfabrik. Das muss jetzt kein großer Faktor sein für die Beinhänger. Stroh hat ja so kein Gewicht. Müsste eigentlich ganz gut klappen, dann durch diese Hologasse müssen wir durch. So, ich falle so lang. So, die Show, das soll es für heute gewesen sein. Jetzt haben wir Füße wegen Winkel, schau. Und hört uns vielleicht zur nächsten Folge. Tschüss.